So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Feed the Kraken. Ein sehr hochwertig produziertes Social Deduction Spiel, wo die Spieler in drei verschiedenen Teams gegeneinander antreten. Man kann das Spiel von 5 bis 11 Leuten spielen und es soll in höheren Spielerzahlen am besten sein. Deswegen hatte ich es bisher noch nicht so oft auf dem Tisch. Ich habe damals eine sehr finale Prototyp-Version auf der BerlinCon gespielt, beim großen Event, wo noch ein paar andere Blogger dabei waren. Jetzt habe ich die Version schon seit ein paar Wochen hier rumliegen, aber habe es noch nicht hinbekommen, so viele Spieler zusammen zu bekommen, dass wir hier mal eine Runde spielen konnten. Ich war jetzt wieder auf der BerlinCon, da war es kein Problem, 11 Leute zusammen zu bekommen und dann haben wir es halt wirklich in Maximalbesetzung gespielt. Laut dem, was ich so gehört habe, sind so 8 bis 11 Leute, die das spielen, schon am besten. In kleineren Spielerzahlen funktioniert das auch, aber wenn, solltet ihr schon versuchen, da wirklich viele Leute für zusammen zu bekommen. Und weil ich das Spiel jetzt eben noch nicht so mega oft gespielt habe, ist es eben auch nur ein Überblick, keine tiefgreifende Rezension, aber ich habe da eben auch schon meine Erfahrungen mit gemacht. Ich mag das Spiel, also es macht durchaus Spaß. Gerade dieses Brett ist auf jeden Fall ein Mehrwert, den wir bei vielen anderen Social Deduction Spielen nicht haben. Es hat noch so ein paar andere Elemente, die auf jeden Fall gut sind. Und wir haben hier eben zum einen die Piraten, die wollen halt, dass dieses Schiff hier, die Instabil, hier in die Crimson Cove segelt, und sobald man halt hier das Spielfeld verlassen würde, hat die Fraktion gewonnen. Die Seemänner wollen halt hier, wir wollen nach Blue Walker Bay, und dann haben die das Spiel gewonnen. Und wenn das Schiff halt hier irgendwie beim Kraken endet, reinfährt und von dem verschlungen wird, oder wenn wir den Kultistenanführer opfern, der hier auch an Bord ist, dann hat halt die Kultistenfraktion gewonnen. Und diese Kultistenrolle ist eine sehr interessante Rolle, weil die ist dafür da, das Spiel auszubalancieren. Es gibt in der Regel immer ein bisschen weniger Piraten, als es Seeleute gibt, je nach Spielerzahl. Aber es gibt viel mehr Karten, mit denen das Schiff in Richtung der Piraten segelt. Das ist so ein ganz netter Twist. Und dementsprechend, wenn wir merken, es geht in die Richtung, dann möchte der Kultist natürlich nicht, dass irgendwie jetzt hier die Piraten gewinnen, sondern sorgt mir dafür, dass es mehr so Richtung Mitte geht. Wenn es zu gut für die normalen Seeleute geht, dann steuert auch da der Kultistenanführer wieder gegen und segelt mehr Richtung Mitte. Da gibt es noch ein bisschen mehr, was die Rolle ausmacht, was sehr interessant ist. Und der Spielablauf ist eigentlich sehr einfach. Wer zum Beispiel mal sowas wie Secret Hitler gespielt hat, wird sich da auch dran erinnert fühlen, wobei es hier noch eine Ebene mehr gibt, die das Spiel meiner Meinung nach auch noch besser macht, abgesehen davon, dass halt das Thema deutlich weniger problematisch ist. Und zwar grundsätzlich bekommt natürlich erstmal jeder Spieler eine Rolle zugeteilt. Das haben wir hier in Form von so kleinen Beuteln, wo so Pokerchips drin sind. Und da gucke ich dann rein und sehe, aha, ich bin jetzt hier irgendwie ein Pirat, und wenn da ein blauer Chip drin ist, dann bin ich ein normaler Seemann. Es gibt eben auch ein Schiff für den Kultistenanführer. Es gibt auch so eine Hilfsrolle für den Kultisten bei 11 Leuten. Die wird man wahrscheinlich nicht so oft brauchen, wenn man nicht so oft 11 Leute zusammen bekommt. Und das ist schon mal ganz gut, weil natürlich kann ich hier in diesen Beutel reingucken und dann kann auch niemand anders irgendwie sehen, was da für ein Marker drin ist. Plus diese Marker nutzen sich halt nicht ab. Das sind wirklich gute, hochwertige Pokerchips. Normalerweise hat man bei solchen Spielen ja immer gerade mit den Karten, die die Rollen zeigen, das Problem. Das sind halt Karten, dann liegen da keine Sleeves bei. Dann hat das Ding irgendwo eine Macke und man sieht dann, ah, okay, das ist jetzt irgendwie die Karte mit der Rolle, das weiß ich jetzt. Das Problem wird man hier auf jeden Fall nicht haben. Und wie viele es von jeder Fraktion gibt, dafür hat man halt immer so eine Übersichtskarte, die es eben anzeigt, wo halt gesagt wird, bei 5 Leuten haben wir irgendwie 3 von den Blauen, von den normalen Seeleuten, 2 von den Piraten, 1 von den Kultistenanführern, wobei es bei 5 Spielern auch die Besonderheit gibt, dass wir, bevor wir den Marker hier reinmischen, wir halt die hier quasi nehmen und einfach zufällig einen Beute davon entfernen, sodass man gar nicht genau weiß, gibt es vielleicht nur einen Piraten, spielen wir 2 gegen 2 plus Kultistenanführer, und dann gibt es hier immer noch die Karten für die anderen Spielerzahlen, sprich, das muss man sich nicht merken. Und dann ganz klassisch, nachdem jeder seine Rolle bekommen hat und weiß, was er ist, schließen alle die Augen, dann öffnen alle Piraten die Augen, wissen also, wer die anderen Piraten sind. Bei den Kultisten zum Beispiel, wenn es da bei 11 Spielern einen Kultisten und einen Kultistenanführer gibt, dann wissen die das nicht, die müssen das im Spielverlauf rausfinden. Und nachdem das geschehen ist, bekommt jeder Spieler eine so eine Charakterkarte, das ist so eine Spezialfähigkeit, die er einmal im Spiel triggern kann, es steht auch immer genau drauf, wann. Und ein Spieler ist dann eben der Kapitän, und der Kapitän ist derjenige, der zuerst das Navigationsteam festlegen darf, der halt sagen darf, welche Spieler jetzt darüber bestimmen, wo die Reise hingeht, wobei es da auch noch die Möglichkeit gibt zu meutern und halt zu sagen, naja, das Team wollen wir lieber nicht, wir wollen einen neuen Kapitän, aber gehen wir erstmal davon aus, dass ich jetzt Kapitän wäre, dann könnte ich halt sagen, okay, ich möchte gerne irgendwie, dass der Spieler hier jetzt der Lieutenant wird und der andere Spieler hier wird der Navigator. Und dann läuft das Ganze so ab, wir haben hier das Captain's Logbuch, dann ziehe ich als Kapitän
erstmal zwei Karten, mit denen jetzt bestimmt wird, wo die Reise hingeht. Ne? Also entweder Richtung Gelb, das ist immer geradeaus. Das sind die Karten, die den Kultistenanführer favorisieren, oder halt Richtung Rot, sprich Richtung Piraten. Ne? Keine Ahnung, welche Fraktion ich bin, weiß jetzt natürlich keiner anderer. Ich würde mir jetzt quasi diese Karten hier angucken, würde überlegen, welche von diesen Karten gut für mich ist. Vielleicht habe ich eine Wahl, vielleicht auch nicht. Was ganz wichtig, was ich auch gut finde, es ist verboten, dass man irgendwie mischt und einfach zufällig eine reinlegt, um damit zu beweisen, dass man keine Wahl hatte. Man muss auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung treffen. Und ich könnte jetzt sagen, okay, vielleicht bin ich ja ein Pirat, ich würde gerne diese rote Karte hier, oder vielleicht bin ich sogar jetzt ein normaler Seefahrer und möchte eigentlich Richtung Blau. Ich habe hier aber kein Blau. Dann könnte ich sagen, okay, also Richtung Rot. Rot ist irgendwie doof, Kultist ist auch doof, je nachdem wie so die Spielsituation ist, könnte ich jetzt vielleicht die gelbe Karte hier reinlegen und die andere lege ich jetzt hier ab, dann lege ich die Karte eben verdeckt hier rein und nachdem ich das jetzt gemacht habe und ich eine Karte ausgewählt habe, darf der andere Spieler, der der Lieutenant ist, auch sich hier zwei Karten ziehen, hat halt jetzt auch die Entscheidung, nimmt er blau oder nimmt er gelb, auch je nachdem welche Fraktion er ist, vielleicht ist er jetzt ja sogar ein Pirat und dann passen die beiden Karten nicht für ihn, auch er trifft da jetzt eine Entscheidung, legt eine Karte verdeckt weg, legt die andere Karte hier rein und dann wird das Ganze hier einmal gemischt. Das klappt auch wirklich, dass die danach ein bisschen randomisiert sind und jetzt bekommt halt derjenige, der diesen Steuerradmarker hat, der Navigator ist, diese Kiste, der darf dann da eben reingucken, guckt sich beide Karten an, überlegt sich jetzt, okay, welche von beiden Karten nehme ich, legt eine Karte unbesehen weg, lässt die andere drin und gibt die wieder an den Kapitän. Der Kapitän darf dann entscheiden, wo die Reise hingeht. Und der Kapitän würde jetzt sagen, okay, liebe Leute, wir reisen Richtung Gelb. Und dann wird natürlich erstmal der Navigator gefragt, warum denn gelb? Das ist ja voll doof, das ist ja nur gut für den Kultistenanführer. Dann wird der sagen, ich hatte keine Wahl. Dann wird vielleicht der andere Spieler sagen, Moment, ich habe da aber gar keine gelbe Karte reingelegt. Ne? Jeder kann natürlich alles behaupten, flunkern oder nicht. Und ja, jetzt würde sich das Schiff auf jeden Fall in Richtung der gelben Pfeile bewegen. Hier auf dem Spielplan sind immer Pfeile drauf. Rot ist in der Regel nach links, blau ist in der Regel nach rechts und gelb ist in der Regel geradeaus, außer wenn wir hier in der hinteren Region sind. Es geht halt immer zum entsprechenden Zielfeld. Dann wird auch diese Karte hier genommen, die wird nicht abgelegt, die bleibt dann vor demjenigen Spieler liegen, der Kapitän ist gerade und die bleibt da auch liegen, auch wenn die Karten irgendwann mal durch sind, wenn wir neu mischen, die genommenen Karten bleiben immer hier, jetzt steht das Schiff halt schon mal hier, sprich wenn wir jetzt gelb wählen würden, dann würde es ja nicht gerade ausgehen, weil hier so eine kleine Insel ist, sondern es würde dann auch Richtung der Piraten gehen. Was jetzt hier auch noch dazu kommt, die Karten haben in der Regel immer so kleine Symbole oben in der Ecke drauf und jetzt haben wir eine Kultistenkarte gezogen, das heißt es wird ein Ritual durchgeführt, also wird jetzt von dem Kartenstapel hier, wo halt fünf Karten drin sind, einfach eine zufällige Karte gezogen und dann geschieht irgendwas. Dann kann es halt sein, dass der Kultistenanführer irgendeinen anderen Spieler in sein Team holen darf. Das heißt, je nachdem, wie viele Spieler ihr spielt, macht ihr einfach die Augen zu oder wenn man nicht gut an alle rankommt, dann würden halt alle aufstehen, die Augen zumachen und dann dürfte der Kultistenanführer jetzt, ne, machen alle quasi die Faust nach vorne, die transformiert werden können, das können auch nicht immer alle Spieler sein und der darf dem dann halt so ein Signal geben, hier so mit Tentakeln auf der Faust und dann weiß der Spieler, der da steht mit Augen zu und der hier das gespürt hat, dass er jetzt halt ein Kultist ist und im Team der Kultisten ist und mit den Kultisten zusammen gewinnen möchte. Oder es gibt hier eben auch Karten drauf, wo man zum Beispiel Wiederbewaffnung machen darf. Da würden halt auch alle Spieler aufstehen und dann würde man diese kleinen Kanonen an die Spieler geben. Die sind wichtig für Meutereien, die gucken uns gleich an. Meutereien sind wirklich sehr wichtig und essentiell in dem Spiel. Und dann gibt es eben noch die Kabinendurchsuchung, eine dritte Kartenart, die es gibt. Da darf sich halt der Kultistenanführer von den Leuten, die gerade im Team waren, sprich vom Kapitän, vom Navigator und vom Lieutenant, die Rolle angucken. Auch da würden wieder alle aufstehen, würden halt dann aus ihrem Beutel quasi das Ding rausholen, ihren Chip, und dann dürfte halt der Kultistenanführer gucken. Die anderen machen natürlich die Augen zu, halten das hier 30 Sekunden hin und dann weiß halt der Kultistenanführer jetzt auf jeden Fall Bescheid, wer in welchem Team ist. Das ist ja auch für ihn sehr wichtig, damit er weiß, mit wem er sich verbündet und mit wem eben nicht. Und diese Symbole haben wir im Prinzip auf allen möglichen Karten. Da gibt es zum Beispiel sowas wie betrunken, dann muss halt der aktuelle Kapitän wechseln, dann kann es nicht mehr der gleiche bleiben oder alles mögliche andere, dass irgendwie bestimmte Leute dann Waffen abgeben müssen. Und wofür sind jetzt diese Waffen? Na, angenommen, ich bin Kapitän und ich habe gesagt, hier, der Spieler soll irgendwie der Lieutenant werden, der Spieler hier soll der Navigator werden, ich bin der Kapitän, das heißt, wir sind jetzt die drei Leute, die darüber entscheiden können, wohin es geht. Natürlich hängt das ab von den Karten, die wir ziehen, aber trotzdem hat das schon einen gewissen Impact. Und jetzt können natürlich vielleicht die anderen Spieler sagen, na, sind wir nicht so ganz zufrieden mit. Und bei Secret Hitler hat ja zum Beispiel jeder eine Ja-Nein-Karte, die er dann einfach spielen kann. Und wenn dann die Mehrheit halt sagt, ist nicht, dann wechselt das Ganze einfach. Führt aber eben auch dazu, theoretisch,
taktisch, ne, wenn man das Spiel irgendwie so ein bisschen, also das heißt beschleunigen, aber wenn man zum Beispiel interessanter machen will, spiele ich einfach ständig Hineinkarte, das Ganze wechselt immer, das war nicht so ganz rund. Hier hat halt jeder Spieler erstmal zu Beginn der Runde 3 von diesen kleinen Kanonen und nachdem ich halt das Team festgelegt habe, ich gesagt habe, hier, ne, du bist jetzt irgendwie Lieutenant, du bist Navigator, ich bin Kapitän, dann wird halt die Crew gefragt, seid ihr mit einverstanden oder wollt ihr gegen meine Entscheidung meutern? Dann nimmt halt jeder 0 bis 3 Kanonen in die Hand, je nachdem wie viele er hat, dann öffnen wir alle gleichzeitig die Hände und wenn dann je nach Spielerzahl genug Kanonen aufgedeckt wurden, dann kommt es zu einer Meuterei, dann wird der Spieler, der die meisten Kanonen geboten hat, der neue Kapitän, der dann über das neue Team entscheiden darf, aber alle, die an einer erfolgreichen Meuterei beteiligt waren, die müssen dann eben auch ihre Kanonen abgeben. Wenn ich jetzt irgendwie eine Kanone reinmache, ich bin der Einzige, die Meuterei ist nicht erfolgreich, dann behalte ich halt diese Kanone, aber sobald eine Meuterei erfolgreich ist und wenn dann irgendwie bei 11 Spielern da 8 Leute jeweils 2 Kanonen reingespielt haben, sind die halt auch alle weg. Das heißt, mit den Kanonen muss man gut haushalten, weil gerade zum Ende des Spiels, wenn es hier kurz vor einem Piratensieg ist oder kurz vor einem Sailor-Sieg, dann wird das nochmal spannend und dann möchte man diese Kanonen auf jeden Fall haben. Und sollte es dabei zu einem Gleichstand kommen, weil jetzt irgendwie 4 Leute eine Kanone genommen haben, dann darf der aktuelle Kapitän sich quasi einen Spieler aussuchen und wird sagen, hier du, ne, von denen, die quasi jetzt an der Meuterei beteiligt waren, du wirst nicht der nächste Kapitän. Und dann darf der gerade ausgeschieden ist, sich von den restlichen Spielern wieder einen aussuchen, der nicht Kapitän wird. Und das geht halt so lange, bis ein Spieler dann übrig geblieben ist, der eben Kapitän wird und der darf dann halt wieder über eine neue Crew entscheiden, dann müssen wir wieder abstimmen. Man kann halt nicht ohne Ende meutern, das heißt, man muss genau überlegen, wann lassen wir das durchlaufen und wann lieber nicht und das ist auch schon eine wirklich wichtige taktische Entscheidung und diese Kanonen finde ich auch eine wirklich sehr gute Mechanik. Wenn wir mit mehr Spielern spielen, dann nehmen wir auch die andere Seite des Spielplans, da gibt es hier nochmal so eine Linie drauf, wo wir auch diese Kanonen wieder zurückbekommen, wo wir auf 3 wieder auffüllen, sprich man will dann vielleicht auch vorher schon seine Kanonen gespielt haben, wenn man denkt, das Ganze macht Sinn. Dann haben wir hier noch so Dienstfreimarker, je nach Spielerzahl dürfen dann halt der Navigator oder der Navigator und der Lieutenant nicht ins nächste Team gewählt werden, ne, sodass da auch so ein bisschen Durchmischung kommt, das ist auf jeden Fall auch ganz gut und es kann sogar sein, ne, gerade wenn wir irgendwie hier hinten sind und das ist halt katastrophal und ich als Navigator gucke halt in diese Box und denke mir, okay, mit der Auswahl wird mein Team auf jeden Fall verlieren, dann kann der halt auch sagen, okay, ich verweigere den Befehl, wir machen das auf jeden Fall nicht, dann springt er über Bord, scheidet aus dem Spiel aus und dann gibt es eine Notnavigation, für die es auch nochmal Regeln gibt, dann kommt noch wer Neues in die Rolle des Navigators und die Karten werden nochmal neu verteilt, das ist auch ganz spannend, aber der ist dann eben wirklich ausgeschieden, auch wenn wir mehr Leuten spielen, dann kann es eben auch sein, dass wir einem Spieler die Zunge abschneiden, der darf dann nicht mehr reden, darf nicht mehr neuer Kapitän werden, da ist also durchaus eine Menge drin, auch wenn wir zum Beispiel hier weniger als 4 Karten haben, dann wird auch automatisch neu gemischt mit den abgelegten Karten, da muss man sich auch dran erinnern und diese Regel im Hinterkopf behalten. Da gibt es schon so ein paar Sonderregeln, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss. Gerade in den ersten Partien sollte man da immer noch mal in den Regeln nachgucken oder schon beim Regeln lesen, fallen dann ja so bestimmte Sachen auf, wo man dann dran denkt und merkt so, ne, das ist vielleicht eine Regel, die man wahrscheinlich vergessen könnte. Die sollte man sich dann vielleicht nochmal aufschreiben. Da ist auch gut gefunden, wenn die nochmal irgendwie auf der Regel draufstehen, aber ne, da stehen sie leider nicht drauf. So gerne vergessene kleine Regeln. Und es gibt zum Beispiel auf der Rückseite auch noch dann so Peitschenmarker, wo jemand ausgepeitscht wird und der Kapitän darf sich halt irgendwen aussuchen, der dann von diesen 3 Karten quasi ne, eine wählen muss und die offen hinlegen muss und damit sagt er einfach nur, ich bin nicht im Team der Seeleute, er kann dann aber im Team der Kultisten oder der Piraten sein. Das heißt, so nach und nach bekommt man immer mehr Informationen darüber, wer die einzelnen Spieler sind. Auch wenn wir hier auf so ein Feld mit so einer Lupe fahren, dann darf eben auch der Kapitän in den Beutel von einem Spieler gucken und weiß dann eben auch, welche Rolle der jetzt hat. Und er kann darüber halt sagen, was er möchte. Er kann die Wahrheit sagen, er kann lügen. Wenn er die Wahrheit sagt, kann der andere sagen, Moment, das stimmt aber gar nicht. Oder dem würde ich mal eher nicht glauben. Also da steckt schon eine Menge drin. Und wie auch schon am Anfang gesagt, gerade, dass wir hier diesen Plan haben und dieser Plan trackt halt den Fortschritt, damit haben wir immer das Ziel vor Augen, wissen wir, es wird jetzt gerade irgendwie heikel für uns und als Pirat denkt man sich, okay, es läuft schon ganz gut und es war eigentlich auch in fast allen Partien immer so, die ich gespielt habe, es waren wie gesagt erst 2, dass wir hier irgendwie schon hinten in, ne, Piraten hätten noch ein Feld gebraucht, sie hätten dann noch hin und dann hätten sie das Ding gewonnen und dann ist es halt noch irgendwie in diese Richtung gegangen und es war dann zum Schluss auch oftmals so, dass sowohl die Piraten hätten gewinnen können, als auch die normalen Seeleute, bei der letzten Partie war es auch so, dass ein Spieler dann geopfert werden muss,
musste. Und wenn halt der Kultistenanführer geopfert wird, dann gewinnt halt die Fraktion das Spiel. Das war da der Fall. Und was wir eben auch hatten, ist dadurch, dass natürlich auch die Piraten sich ein bisschen kennen und auch gerade, wenn Leute das Spiel und das Meta und die Dynamik noch nicht so kennen, dann kann es schon vorkommen, gerade bei 11 Leuten, dass ein bis zwei Spieler, Spielerinnen gar nicht so sehr ins Spiel involviert werden, weil die selten irgendwie in die Teams gewählt werden, ein bisschen mitdiskutieren können, aber dadurch, dass sie auch nicht das Wissen haben, dass sie die Piraten haben, dass sie gefühlt ein bisschen weniger ins Spiel integriert sind. Aber auch da habe ich in beiden Partien die Spieler, die das Gefühl so ein bisschen betroffen hat, hinterher gefragt, hey, wie war denn das für dich? Du warst ja gar nicht so involviert, du warst gar nicht so oft in den Teams, du warst jetzt irgendwie hier gar nicht so oft Navigator, du warst gar nicht so oft Lieutenant, du warst auch vielleicht auch gar nicht so oft Kapitän, fandst du das irgendwie doof? Und die Antwort war eigentlich immer, nö, fand ich nicht doof, ist mir gar nicht aufgefallen. Gerade durch diese Kanonen war man halt doch immer irgendwie involviert, gerade durch diese Karten, die man hier hatte. Man konnte eben auch immer mitdiskutieren und das hat sich für die Leute eigentlich nicht so schlimm angefühlt. Da hat mich halt auch nach der Partie, die ich auf der BerlinCon gespielt habe, ein Freund gefragt, meinte, hey Ben, du hast doch gespielt, wie fandst du das? Wir haben das irgendwie auch schon gespielt und da waren irgendwie auch ein, zwei Leute gar nicht so involviert, fanden wir irgendwie doof. Das ist dann wohl auch ein bisschen gruppenabhängig, wie man das Ganze so findet. Und natürlich hängt das auch von den Leuten ab und von der Dynamik, die man so dabei hat. Und wie gesagt, das kann durchaus sein, dass das mal ein Problem ist. Aber auch, also bei mir waren beide Partien immer so, dass es hier schon interessant war. Man hat so gespielt, hat auch so ein Spiel kennengelernt. Und hier hinten, da wurde das Ganze dann eben wirklich dramatisch und am Ende standen die Leute wirklich am Tisch und haben gejubelt und haben gesagt, was, hier, wie, du hast mich hintergangen. Das ist auf jeden Fall schon echt gut gelungen. Also die, auch das Thema kommt hier halt wirklich sehr gut rüber, allein eben auch durch dieses Brett, durch dieses Schiff, wenn man das Ganze anmalt, dann, ne, ich habe also auf der BerlinCon eben eine angemalte Version gespielt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen schicker, aber es geht eben auch so. Es gibt auch die Nicht-Deluxe-Version, da sind das dann, glaube ich, irgendwie alles Pappmarker. Also dieses Brett zur Orientierung finde ich schon auf jeden Fall echt ganz gut. Sagt, sind so zwei, drei Regeln drin, über die man stolpert, die man vielleicht gerne vergisst und auch, ob auf diesen Karten jetzt noch diese Extraktionen hätten sein müssen, dass man da dann noch irgendwie was machen kann und irgendwie Kanonen verliert oder so, weiß ich nicht. Ich meine, oftmals wechselt auch einfach der Kapitän dadurch, was natürlich auch sehr gut ist. Da wäre vielleicht auch ein bisschen weniger einfach mehr gewesen, aber wenn man da ein, zwei Partien gespielt hat, dann funktioniert das schon ganz gut. Wenn ihr es mit 11 Leuten spielt, solltet ihr dafür schon 2 Stunden einrechnen, vielleicht sogar noch mehr, die euch sehr kurzweilig vorkommen, weil ständig was passiert, man irgendwie auch gefühlt ständig involviert ist. Wenn man es mit weniger Leuten spielt, dann habe ich eben auch schon auf BoardGameGeek gelesen, dass Leute geschrieben haben, das ist ein Spiel, das sie auch locker 3-4 Mal am Abend spielen. Und wenn man so die ganzen Abläufe einmal drin hat, wenn man genau weiß, wie das alles hier funktioniert, wie die Abläufe sind und alle Leute auch so ein bisschen wissen, in welche Richtung das Spiel läuft, welchen Einfluss auch der Kultanführer auf das Spiel hat, dann kann es auch sein, dass man so eine Partie auch in höheren Spielerzahlen in 90 Minuten locker runterspielt und dann eigentlich sagt, hey, das war schon so spannend, lass uns das Ganze doch gleich nochmal spielen. Ich habe, wie gesagt, bisher nur 2 Partien gespielt. Ich mag Social Deduction Spiele auf jeden Fall super gerne. Also sowas wie Secret Hitler habe ich gerne gespielt. Werwölfe mag ich natürlich gerne. Vollmond Nacht Werwölfe mag ich gerne. Und das ist ein Spiel, das halt viele bekannte Mechanismen miteinander verknüpft und auch auf eine gute Art und Weise verknüpft. Ich würde nicht sagen, dass es das Genre komplett revolutioniert, aber es ist ein guter bis sehr guter Mix aus allem. Hat natürlich den Haken, viele andere Social Deduction Spiele kosten halt irgendwie 10 Euro oder 20 Euro. Hier seid ihr halt bei ungefähr doppelt so viel dabei, aber dafür bietet das Spiel meiner Meinung nach auch durchaus viel Spielspaß, eine interessante Dynamik am Tisch. Da müsst ihr für euch einfach selbst entscheiden, ob ihr sagt, dieses Piratenthema, die Aufmachung, das alles mit diesen 3 verschiedenen Rollen, die auch darüber dann entscheiden, wo es hingeht und wo man dann auch viel drüber diskutieren kann mit diesen ganzen Sondermechaniken. Das macht mich an. Also wenn ihr es gespielt habt schon, dann schreibt gerne mal einen Kommentar unter das Video. Das würde mich mal interessieren, wie da so euer Feedback ist. Alle, mit denen ich es bisher gespielt habe, fanden es großartig. Die haben gesagt, sie würden es auf jeden Fall immer wieder mitspielen. Wenn sie niemanden in ihrem Bekanntenkreis hätten, der es hat, würden sie sich das auch durchaus zulegen, wenn sie halt mal wirklich größere Gruppen haben. Das ist halt ein Spiel, das man zum Beispiel eben auch an Silvester natürlich gut spielen kann, an Weihnachten, wenn man da die richtige Gruppenkonstellation in der Familie hat. Für Geburtstage eignet sich das natürlich auch sehr gut, weil das eben auch wirklich ein Spiel ist, das mit vielen Leuten funktioniert, wo man auch am Tisch gut quatschen kann. Wo halt auch Gruppen, die schon so eine gewisse Eigendynamik haben. Natürlich, ich bin auch in der Partie gewesen, dann der, dem die Zunge abgeschnitten wurde, wo ich die meisten Leute aus der Runde irgendwie gar nicht kannte. Aber gut, das passiert mir in solchen Spielen irgendwie häufiger. Da bin ich immer froh, wenn Leute mitspielen, die noch mehr reden als ich, damit denen das dann passiert.
Und wie gesagt, Material, absolut hochwertig. Diese Schale hier ist nicht dabei, die ist von mir. Aber ansonsten sind das hier wirklich diese Pokerchips. Es sind diese kleinen Beute, die ich sehr gelungen finde. Hier bei den Karten, da muss ich sagen, hätte ich mir in der Deluxe-Version eigentlich auch noch Sleeves für gewünscht. Weil, ne, wenn die irgendwie eine Macke bekommen, ist schon ärgerlich. Wobei es halt am allerärgerlichsten bei den Karten hier ist. Da kann man eben auch einfach sagen, okay, wir mischen die jetzt und nehmen die unterste. Dann ist es auch egal, ob die Karte irgendwie eine Macke oder eine Zeichnung am Ende hatte. Da ist eben nur wichtig, dass die Chips hier, ne, diese Pokerchips, die ja zeigen, welche Rolle ich habe, dass die irgendwie nicht erkennbar sind. Aber da habe ich zum einen die Beute, ich habe diese Pokerchips und das funktioniert schon gut. Also dass die irgendwie eine Macke, selbst wenn die eine Macke hätten, sie wären halt in diesem Beute, da müssen halt nur die Beute dann, aber selbst die Beute kann ich halt austauschen. Wenn halt der Beute jetzt hier die Schnur ab hat, dann kann man auch nicht sagen, aha, das ist immer der Beute mit dem Kultanführer, weil da kann ich natürlich in jeder Partie die Pokerchips wieder neu reintun. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Auch hier diese Ablageteile aus Plastik, die sind halt in der normalen Version anders. Und auch das hier sind einfach Pappmarker. Und diese Truhe baut man sich, glaube ich, auch einfach aus Pappe selbst. Das ist aber gar kein Problem. Ich finde es auch gut, dass es das Spiel in beiden Varianten gibt. Das heißt, ihr könnt euch selbst überlegen, ob ihr sagt, hey, ich mag hochwertige Spiele, auch ein Social Deduction Spiel, darf bei mir toll aussehen, es darf Miniaturen haben, die ich gerne anmale, es darf hochwertiges Material haben. Oder ihr sagt halt, nee, ist alles Kokolores. Ich will halt den Spielspaß haben. Ich brauche nicht diese ganzen Komponenten. Ich spiele so ein Spiel wahrscheinlich eh nicht so super oft. Ich hole mir einfach nur die ganz normale Version. Das ist auf jeden Fall immer gut, wenn man da als Spieler die Wahl hat, finde ich. Das, also bei manchen Spielen kann man auch überlegen, ne, macht eine Deluxe-Version jetzt Sinn oder nicht? Wäre schöner, wenn es vielleicht einfach nur eine normale Version geben würde. Wenn es aber wirklich beides auf dem Markt gibt und ich mir einfach, je nachdem, was ich persönlich möchte, entweder das eine oder das andere holen kann, dann soll es halt jeder so machen, wie er gerne möchte. So, und das war jetzt einmal mein Überblick über das Spiel, dass ihr einmal so seht, wie funktioniert das grundsätzlich, was waren so meine bisherigen Erfahrungen damit. Sag, hätte ich jetzt da schon 10, 20 Partien gespielt, hätte ich euch noch mehr Geschichten erzählen können, noch mehr sagen können, wie das bei den verschiedenen Spielerzahlen funktioniert. Da müsst ihr dann vielleicht nochmal Selbstrecherche betreiben oder eben gucken, dass ihr euch da vielleicht irgendwie dann Rezensionen zu anguckt oder einfach Kommentare von Leuten auf BoardGameGeek. Wie gesagt, die überwiegende Zahl der Kommentare war positiv. Natürlich gibt es auch immer ein paar negative Kommentare. Wenn ihr jetzt sagt, dass ihr kein Social Deduction an und für sich mögt, dann wird euch das Spiel wahrscheinlich auch nicht überzeugen. Wenn ihr sagt, ich mag das Genre generell, dann ist die Chance sehr hoch, dass es ein Spiel ist, das für euch wirklich gut funktioniert. Und ja, es gibt noch einige andere Spiele dieser Art, die gerade auf dem Markt sind, die auch eher für große Gruppen geeignet sind. Sowas wie zum Beispiel Blood on the Clock Tower oder The Thing. Auch die werde ich mir hoffentlich in diesem Jahr noch angucken können. Da werde ich euch einmal vielleicht auch einen Vergleich geben können, was die Spiele jetzt alle so unterschiedlich machen. Aber das Spiel habe ich jetzt halt schon zweimal immerhin gespielt innerhalb der letzten 3 Jahre und kann euch da was zu erzählen oder habe euch da jetzt was zu erzählen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video war informativ und hilfreich für euch. Dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Auch vielen Dank hier nochmal an alle Leute, die mich auf Patreon oder auf YouTube in der Kanalmitgliedschaft unterstützen. Nur dank euch ist es mir eben möglich, euch diese Videos in der hohen Frequenz und hoffentlich hohen Qualität zu machen. Wer also da die Videos gerne guckt, den Kanal gerne mag und auch gerne noch mehr Videos in bestimmten Formaten hätte, guckt doch einfach mal vorbei auf Patreon. Überlegt euch, ob ihr eine YouTube-Mitgliedschaft abschließen wollt oder ob ihr vielleicht einfach nur sagt, ne, ein Video hat mir gefallen, ich mache da so ein super Thank für. Das ist auf jeden Fall auch immer sehr gerne gesehen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.